In jener Zeit konnten die Menschen endlich ihre Erdhöhlung verlassen. Sie hatten sich dort für Jahrhunderte vor der radioaktiven Strahlung versteckt, die durch die letzten Atomkriege entstanden war. Inmitten des Dschungels entdeckten sie die Butzuk, eine Mutantenrasse, die friedlich am Fuße eines Hügels lebten. Die Menschen besetzten mit Gewalt den Wohnort der Butzuk und erbauten dort die Stadt Blurksen-Trittensen-Blicknaxel auf dem Hügel. Aber tatsächlich zlotet es ganz fürchterlich in Blurksen-Trittensen-Napaxel. Nun, Professor Azimuth, können wir jetzt mit dem Teddybären spielen? Woodruff, er ist Schnibbel auf Azimuth. Ja. Endlich kommt das Replay dieses wunderschönen Grafik-Avengers von ja, den ganzen Leuten, die hier mitgemacht haben. Und ich hoffe, unser Nobby-Retro-Wahnsinn ist damit auch ein bisschen dann zufrieden, denn ich habe wieder ein ganz altes Projekt von meiner Zeit aus, Patrick Patool 1, wieder aufgelebt. Und ja, es wird natürlich hochgeladen, wenn es fertig ist. Das ist ein ganz klarer Fall. So war es bei Vampire genauso. Und ich freue mich, oder vielleicht wird es sogar während Vampire hochladen. Ich weiß es noch nicht. Jedenfalls, das Soundtrack ist richtig, richtig gut. Ich hoffe, dass die Musikmischung mit meinem Mikrofon einigermaßen gut läuft, weil ich dieses Mal mit Fraps aufnehme, etwas, was ich sehr lange nicht mehr getan habe. Und ja, ich freue mich schon auf das Projekt und hoffe, dass ihr auch dabei seid und euch auch freut. Denn damals war ich der Erste gewesen, der das auf YouTube hochgeladen hatte. Es gab dann Leute, die haben das danach hochgeladen. Ja, aber ich war trotzdem der Erste gewesen. So, das war das Intro. Es geht los. Menschenskinder, meine Rübe! Sehe schon lauter Sterne. Was ist nun mit mir los? Mir geht ein ganzer Leuchter auf. Was hab ich da für ein Wort im Kopf? Schnibbel? Ja, und nun können wir Woodruff mit unserer Maus steuern. Haus mit Spuren eines Kampfes. Ja, da wird nichts mehr gesagt. Hier haben wir einen Hosenknopf, den wir uns mal reinziehen. Hier ist jemand, der uns wahrscheinlich immer auf diese Socken hier drauf hinweist. Dankeschön, das ist unser Tutorial-Level. Oh Gott, unser Teddy. Unser Teddy. Es ist verflucht lange her, dass ich dieses Spiel gespielt habe. Mir brecht andauernd die Framerate ein. Ich weiß nicht, warum das so ist. Obwohl, tausendmal besserer Rechner als früher, bricht mir hier die Framerate ein. Vielleicht werde ich nächsten Folgen mit Camtasia aufnehmen. Ich weiß noch nicht. Kommen Sie näher, um besser zu sehen. Da haben Sie etwas. Oh. Ich finde das so geil, diesen Spruch, sie kommen sie näher, um besser zu sehen. Das sage ich immer auf der Arbeit, wenn ich immer sage, wenn sie sagen, was hast du da, ich kommen sie näher, um besser zu sehen. Dann greife ich auch mal Richtung Nase. Der Mann, wem gehört das Haus da hinter uns? Es gehört Professor Azimuth, ein liebenswürdiger Mann, berühmt wegen Arbeiten über die Zeit. Aber irgendwas ist hier heute Nacht passiert. Und ich? Können Sie mir sagen, wer ich bin? Ich kenne Sie nicht. Ich habe Sie hier noch nie gesehen. Ja, das ist, wenn man die hochdeutsche Sprache sehr deutlich aussprechen tut. Dann kommt so etwas dabei heraus. Also begrüße ich euch, liebe Freunde der gepflegten Unterhaltung, heute zu einem neuen Spiel, Woodruff und der Schnippel auf Azimuth. Ich hoffe, dass es euch gefallen werden tut. Das Deutsch, was ich hier rede, ist nicht so besonders toll, aber ist auch egal, was haben wir denn da? Butzuk, go home! Achso, ich war mit dem noch gar nicht fertig, stimmt. Alter. Ja, ich weiß, dass da oben was ist. Alter, da brauche ich aber was für. Ja, das kann er nicht lesen. Was haben wir denn da? Gehen wir nochmal zurück. Ja, ich war mit dem Kaffee ja noch gar nicht fertig. Stimmt, ist schon lange her, wo ich das Spiel gespielt habe. Boah, Alter, ist das so lange her, Freunde. Na, Freund, haben Sie schon mal etwas vom Schnibbel gehört? Schnibbel? Natürlich. Nur dank seiner können die glücklichsten Dinge geschehen.
Professor Azimuth hat ihn zu unser aller Glück entdeckt. Das kann man jetzt falsch verstehen. Was ist nur in diesem Haus passiert? Ich kann mich an nichts erinnern. Ich habe nichts gesehen, aber anscheinend weiß H.P. Sebastian Bescheid. H.P. Sebastian, das ist auch so einer. Wer ist denn H.P. Sebastian? Ich habe diesen Namen noch nie gehört. H.P. Sebastian, das ist so ein Intellektueller, der immer in Kneipen rumhängt. Der ist in der Bar der Schluckspechte. Ja. Der Mann, wem gehört das Haus dahinter? Gut, das haben wir schon gehabt. Das gehört Professor Azimuth. Ein liebenswürdiger Mann. Aber schön, es ist schön, dass ich das Spiel nochmal spielen kann. Aber irgendwas ist hier heute Nacht passiert. Und ihr werdet es ja mitbekommen. Können Sie mir ja, ich überspreche das ganz einfach mal. Aber ihr seht ja, das ist 4:3. Ich möchte mal versuchen, die Original-Dinger beizubehalten. Dass die Maus hier ruckelt, gefällt mir ehrlich gesagt gar nicht. Keine Ahnung, ich habe im Hintergrund ja eigentlich gar nichts auf. Doch, Skype habe ich auf. Ich müsste Skype und die anderen Programme alle mal entfernen. Da haben wir den Dreck- und Abfallsammeltonne. Und die liebe Regierung hat schon damals gerne dieses Spiel gespielt, denn unsere Gesetze kommen alle aus dieser Tonne. Die kann man auch in die Tonne treten, unsere Gesetze. Oder unseren Steuern. Sie habe ich hier noch nie gesehen. Haben Sie schon alle Steuern bezahlt? Ja, was sind für Steuern eigentlich? Haben Sie die Schweiß- und Körpergeruchsteuer bezahlt? Also, ganz ehrlich, die Schweiß- und Körpergeruchsteuer könnte ich mal einem Mitarbeiter von mir empfehlen. Wenn der mit mir Blut vorangeht, Leute, ich muss den Aufzug, ich glaube, 3 Stunden lang auflassen, damit der ganze er kann nichts dafür. Die Staubaufwirbelsteuer, die wegen ihres Umherrennens fällig wird? Ja, das ist eine gute Frage. Die Steuer für die Schattenflecken aufgrund ihres unmäßigen Volumens? Willst du damit sagen, dass ich fett bin? Die Steuer für die Verschmutzung durch ihren gierigen, stinkenden Atem? Ich habe keinen Mundgeruch. Sie habe ich hier noch nie gesehen. Haben Sie schon alle Steuern bezahlt? Gut, also da sind wir jetzt quasi wieder am Anfang. Da möchte ich jetzt dann nichts mehr machen. Da ist eine seltsame Vorrichtung, mit denen ich nichts anfangen kann. Komisches Gerät. Ich frage mich, wozu das wohl gut ist. So mache ich auch immer auf der Arbeit. Das ist Wahnsinn. So, was habe ich denn hier? Zur Treppenstraße? Gehe ich mal dahin. Schon lange her, dass ich dieses Spiel gespielt habe. Ah, das ist die Maus. Da ist eine... Was? Ein Furzer! Das muss eine regionale Spezialität sein. So, pass auf. Da er jetzt gerade erst so groß geworden ist und da er nicht lesen kann, frage ich mich, woher er weiß, dass das ein Furzer ist. Spielzeuggeschäft. Geschlossen. Okay. Dann gehen wir da mal hin, das ist nix. Ist ein Butzuk-Drachen. Nur Scheibe einschlagen und mitnehmen. Ja, ich kann aber die Scheibe nicht einschlagen. Was haben wir denn da? Wir gehen mal da hin. Da kann ich nichts machen, also gehe ich wieder zurück. Treppenstraße. Okay, gut, wir gehen wieder zurück. Und ich werde in dem nächsten Part gucken, warum ich jetzt hier immer so ruckel mit meiner Maus, warum das immer so klabustert. Ich habe keine Ahnung. Ich habe die oben GL-Einstellung gemacht bei diesem Scum-VM in der Hoffnung, dass es funktioniert. Ja, Woodruff, dankeschön, dass du mich jetzt hier verarschen willst, mein Freund. Aber wir sind ja beim Spiel. So, gehen wir da mal lang. Straße des traurigen, der traurigen Butzug. So, dann haben wir hier ein Plakat. Oh weh, ich kann die Inschrift nicht entziffern, weil ich nicht lesen kann. Ja, das ist ja die Frage. Also das kann er nicht lesen, aber er wusste hinten, dass das ein Furzer ist. Oh weh, ich kann die Inschrift nicht entziffern, weil ich nicht lesen kann. Na schön. Dann gehen wir mal zum Butzug, zum traurigen Butzug. Und dann fragen wir den mal, was los ist.
Nein, gegrüßt, mein Freund. Kannst du mir sagen, was dich so traurig macht? Ja, in dieser Stadt werden wir Butzuk ausgebeutet und unterdrückt. Bin fremd in dieser Stadt. Erzähl mir, wie man hier lebt. Ganz mies. Das Essen ist ekelhaft. Und das Wasser kann man nicht mal trinken. Die Menschen, die uns regieren, erdrücken uns mit Abgaben und Steuern. Niemand protestiert? Ihr wehrt euch nicht? Unmöglich. Unser König wurde von den herrschenden Menschen völlig entmachtet. Er wartet darauf, dass der Schnibbel kommt. Der sei unsere einzige Hoffnung. Ja, und ich frage mich bis heute immer noch, was der Schnibbel ist. Was wird aus euren Lebenskräften, aus euren Frauen und Kindern? Wer sich nicht unterwirft, wird nach draußen geschickt, in den Dschungel. Unsere Frauen sind verdorben, unsere Jugend nimmt Drogen und ist arbeitslos. Ja, ist in der heutigen Zeit auch ein bisschen, unsere Jugend nimmt Drogen und ist arbeitslos. Nein, gegrüßt, mein Freund. Okay, das haben wir schon, also das kann ich ja leider nicht abbrechen. Ja, in dieser Stadt wird... Gut, das kann ich mit Escape kann ich abbrechen, das ist schon mal gut. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Ich glaube, F7 war die Speicher. Ne, F5 war die Speicher. Was war denn die Speicheroption? Hallo? Hallo? Inventar. Aha, ein Knopf. Wie kam ich denn wieder. Hallo? Wie kam ich denn wieder zum Speichern? Alter, wie war das wieder? F1? Ne, F2? Ne, F3? Irgendwo war der Speicherpunkt. Irgendwo war der Speicherpunkt. Ich weiß nicht mehr wo. Keine Ahnung, was das jetzt ist. Okay, aber das... ich weiß gerade aus dem Stegreif nicht, wo ich speichern kann. Das ist jetzt relativ blöd. Wo war denn das wieder? Hallo? Wie könnte ich ihn wieder speichern? Wie konnte ich wieder speichern bei Scum4M? Hallo? Hilfe! Ich weiß nicht mehr, wie man speichert. Okay, ja, läuft mal da lang, das ist schon mal gut. Jetzt beruhig dich, mein Freund. Okay. Aber ich weiß nicht mehr, wie ich speichern soll. Wie ich speichern kann. Ich weiß es einfach nicht mehr. Das sind Fragen, die ich mir gerade stelle. Das sind. Hallo, ich hab vergessen, wie man speichert. Ich habe vergessen, wie man speichert. Das ist so schlimm. Also, ich werde mal rausdriften, wie man speichert. Würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part. Bis dann, euer Partypatool. Bye, bye.